Meine Damen und Herren, vor 30 Jahren wurde ein 9-jähriges Mädchen auf allertragischste Weise weltberühmt. Sie kennen diese Bilder und Sie kennen auch das Mädchen. Es ist der 8. Juni 72. Unter US-Befehl greifen südvietnamesische Truppen aus der Luft ein Dorf an, irgendwo zwischen Saigon und der kambodschanischen Grenze. Mitten in der Napalmhölle macht der Fotograf Nick Ut ein Foto, das der Weltöffentlichkeit zeigt, was das militärische Engagement der USA in Vietnam anrichtet. Dieses Foto ging um die Welt und gehört zu den unauslöschlichen Eindrücken aus dem Vietnamkrieg. Das Mädchen heißt Kim Puk. Mittlerweile ist Kim Puk 39 Jahre alt. Sie ist glücklich verheiratet, hat 2 Kinder. Und deswegen meine erste Frage, Ende gut, alles gut. Begrüßen Sie Kim Puk. Ein freundlicher Empfang, als seien Sie ein Popstar, Kim. Thank you. Vielen Dank. Damals, als Sie 9 Jahre alt waren und dieses Bild um die Welt gegangen ist, da waren Sie das traurigste und unglücklichste Kind auf der ganzen Welt. Können Sie uns noch mal schildern, was da überhaupt passiert ist? Wenn ich von der Geschichtssprechung her richtig informiert bin, haben die eigenen Leute diesen Angriff gefahren. Das heißt, die Südvietnamesen haben die Südvietnamesen bombardiert, weil sie dort gegen die Guerillas vorgehen wollten. Und Sie waren eines dieser Opfer. Ist das so? Ja, ich war 9 Jahre alt und ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich wusste nichts über den Krieg, aber ich wusste, dass das das erste Mal war, dass die Vietcong in mein Dorf kamen und sie wollten mein Dorf benutzen und dort bleiben. Und wir wussten, dass der Krieg zu uns gekommen war. Wir wussten nicht, wo wir hin sollten und schließlich haben wir uns im Tempel versteckt. Und 3 Tage hat das etwa gedauert mit den vietnamesischen Soldaten, die dort waren. Und als wir das Flugzeug gesehen haben, das Markerbomben abwarf, um zu zeigen, hier werden die Bomben geworfen, da zeigte das auf den Tempel. Das heißt, wir mussten rausrennen. Und ich erinnere mich, ich bin einfach rausgerannt aus dem Tempel und ich sah das Flugzeug. Es kam runter und ich sah 4 Bomben. Diese Bomben fielen aus dem Flugzeug und auf einmal sah ich nur noch Feuer. Überall um mich herum war Feuer. Ich habe keinen Menschen gesehen. Und plötzlich begann meine Kleidung zu brennen. Und ich hatte solche Angst. Aber Gott sei Dank waren meine Füße nicht verbrannt. Deswegen konnte ich wegrennen, weg vor diesem Feuer. Und ich glaube, der Fotograf hat Ihnen ja dann geholfen und auch Soldaten kamen Ihnen, um Ihnen zu helfen. Aber die haben alles falsch gemacht, weil Napalm so etwas Fürchterliches ist, dass die erste Reaktion, die man spontan hat, meistens die falsche ist. Was war da? Als ich gerannt bin, erinnere ich mich, dass ich mit einem Soldaten und meinen Brüdern zusammengerannt bin und ich war auf einmal so müde, ich wollte nicht mehr weiterlaufen. Ich hörte auf und ich habe immer geschrien, es ist zu heiß, zu heiß. Und einer der Soldaten hat dann versucht, mir zu helfen. Er hat mir ein bisschen Wasser gegeben zu trinken und er hatte noch Wasser dabei in einer kleinen Feldflasche und er hat das Wasser über mich geschüttet. Und in diesem Moment war der Schmerz so fürchterlich, dass ich ohnmächtig wurde. Und ich habe erfahren, dass Nick Ut, der Fotograf, mich zum nächstgelegenen Krankenhaus gebracht hat. Das habe ich hinterher erfahren. Wenn ich die Station Ihres Lebens dann weitersehe, dann ist es die Zeit zwischen 9 und 14 etwa, wo Sie diese fürchterlichen Schmerzen hatten. Dann später sind Sie nach Kuba gegangen zum Studieren, dann sind Sie nach Kanada gegangen. Zwischendurch waren Sie auch einmal in Deutschland. Sie haben an Deutschland gute Erinnerungen, weil man Sie da 84, glaube ich, sehr gut operiert hat. Aber als 10-Jährige, als 11-Jährige, als Sie immer das Gefühl hatten, dass Sie keine schöne Frau werden, was ist da in Ihnen vorgegangen? Mit wem haben Sie darüber gesprochen?
Ich fühlte mich so elend. Ich habe sehr viele Narben am Körper und es juckte überall. Ich hatte sehr oft Kopfschmerzen und ich musste damit fertig werden. Und meine Familie hat alles verloren. Wir hatten noch nicht mal genug Geld, um Medikamente für mich zu kaufen. Und ich lebte immer mit Traumata und Albträumen, denn ich wusste, ich bin kein normales Mädchen mehr. Ich habe sehr viele Narben, das wusste ich, aber Gott sei Dank ist es so, dass meine Familie mir sehr geholfen hat. Jeder hat mich besucht oder hat mir geholfen, zum Beispiel die Finger zu bewegen. Sie haben Übungen mit mir gemacht. Und ich habe mich dann erholt, von Tag zu Tag mehr. Und es hat sehr lange gedauert. In Ihrem Fall von Happy End zu sprechen, das halte ich nun wirklich für die falschen Vokabeln. Aber dieses Bild hat ja nicht zuletzt dazu beigetragen, dass es zu einem Waffenstillstand kam, dass die Amerikaner umgedacht haben und zum ersten Mal in ihrer Geschichte überhaupt einen Krieg für verloren angegeben haben, weil dieses rührende Bild, das um die Welt ging, natürlich die Menschen direkt im Herzen gepackt hat. Wie war das dann in Ihrem Land? Sie sind eine Zeit lang ein bisschen für Propaganda missbraucht worden. Ja, ich denke, jeder kann dieses Foto nutzen, um für den Frieden zu kämpfen. Und ich war nun mal in Vietnam und man hat dann herausgefunden, dass ich dieses Mädchen im Foto war. Also begann man, mich für Propagandazwecke zu gebrauchen. Und ich wurde von der Universität eigentlich weggeholt. Und da hatte ich das Gefühl, ich wurde noch mal zum Opfer. Und ich wusste nicht genau, wie ich damit fertig werden sollte. Aber ich habe einfach mein Bestes versucht, ich habe weitergemacht und jetzt ist mein Leben sehr glücklich. Es erinnert ein bisschen an die großen Popstars, die immer wieder das gleiche Lied singen müssen. Bei Ihnen kam immer wieder die gleiche Geschichte mit diesem Foto und dann sind Sie davor geflohen, damit Sie Ihre Ruhe haben und sind in Kuba, glaube ich, noch in die Schule gegangen und haben da studiert. Was haben Sie studiert? Ich studierte in Kuba in 1986 ging ich nach Kuba. Ich habe dort Spanisch studiert, aber ich hatte dann viele Probleme mit meiner Haut. Das heißt, ich habe dann begonnen, Englisch zu studieren an der Universität von Havanna. Und als Sie Ihren Mann kennengelernt haben, haben Sie ihm dann gleich gesagt, wer Sie sind? Ich glaube, jeder kannte ja das Foto und die Leute wussten, wer ich bin. Und als ich meinen Mann kennenlernte, glaube ich, wusste er nicht, dass ich dieses kleine Mädchen war, aber ich habe mit ihm gesprochen und dann hat er es erfahren. Haben Sie nicht einen unbändigen Hass auf Amerikaner? Nein. Warum nicht? Weil ich glaube, der Krieg hat dazu geführt, dass jeder zum Opfer wurde. Ich war ein kleines Mädchen und ich habe Leid erfahren durch körperliche Schmerzen. Aber dann ist mir bewusst geworden, nachdem die amerikanischen Soldaten nach dem Krieg zurückkamen, dass sie auch furchtbar litten unter Schmerzen, aber unter anderen Schmerzen. Es waren keine körperlichen Schmerzen, sondern Gefühlsschmerzen. Und ich denke, das ist noch viel, viel schwieriger zu überwinden als körperliche Schmerzen. Und ich glaube, letztendlich ist jeder zum Opfer geworden. Und ich glaube, wir müssen einander einfach helfen. Wie alt sind Ihre Kinder jetzt? Ich habe zwei Söhne. Thomas ist 7 und Steven ist 4 jetzt. Und Kinder sind neugierig und nehmen oftmals gar keine Rücksicht. Wenn der Ihren Arm sieht, wenn der Ihre Verbrennungen sieht, was sagt Ihr Kind? Was erklären Sie ihm? Ich erkläre alles, was passiert ist, was mit seiner Mutter geschehen ist. Und ich erinnere mich daran, als er sprechen lernte und er sah meine Haut und er sah den Unterschied und er küsste mich hier und er sagte, Mama, tut's weh? Und er küsste mich. Und das hat mich wirklich sehr gerührt. Haben Sie heute noch Beschwerden? Haben Sie heute noch an dieser Verwundung zu leiden? Ja, ich habe noch Schmerzen, aber normalerweise habe ich keine Schmerzen. Wenn sich das Wetter aber ändert, dann habe ich das Gefühl, als würde mir jemand da reinschneiden. Und
damit muss ich im Moment fertig werden. Ein wichtiger Moment in Ihrem Leben war, als man Ihnen gesagt hat, werde doch UNESCO-Botschafterin. Dann musst du nicht mehr vor diesem Foto weglaufen, sondern du bekennst dich dazu, du gehst mit diesem Foto durch dein neues Leben. Das hat Ihnen persönlich sehr geholfen. Und Sie selber setzen sich ein für arme Kinder in Afghanistan, in Afrika. Und plötzlich sind Sie eine Wohltäterin geworden. Ja, ich bin so dankbar für mein Leben. Ich habe so viel gelernt über mein Leben. Und mir ist bewusst geworden, dass dieses Foto für mich ein ganz großartiges Geschenk ist. Ich kann es benutzen, ich kann damit arbeiten, um den Menschen zu zeigen, wie schrecklich ein Krieg sein kann. Und ich kann auch den Menschen bewusst machen, da hat ein kleines Mädchen Leid erfahren, aber es kann auch vergeben, kann weitermachen und kann anderen helfen. Und ich denke, darum bin ich eine UNESCO-Botschafterin des guten Willens. Und ich freue mich auch, dass ich Kindern helfen kann, die Kriegsopfer geworden sind. Das ist mein Traum. Ich habe die Kim Foundation gegründet, um Kindern zu helfen, die Kriegsopfer in der ganzen Welt geworden sind. Und das ist eigentlich mein Traum. Und ich brauche natürlich Unterstützung. Und ich möchte ein Büro der Kim Foundation auch in Deutschland eröffnen. Vielleicht brauche ich da Ihre Unterstützung. Ich brauche die Unterstützung der Deutschen, um das zu tun. Ich hoffe, wir können zusammenarbeiten und anderen Kindern helfen. Heutzutage. Ob Sie diese Hilfe kriegen, kann ich ja gleich mal fragen. Meine Damen und Herren, Sie werden alle helfen, ja? Mit Sicherheit. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich wünsche für Ihr weiteres Leben viel, viel mehr Glück als in der Vergangenheit. Grüßen Sie Ihre Kinder, Ihren Mann und bleiben Sie eine glückliche Kim Puck. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.